dass ich Firmen auseinandernehme. Ich nehme die auseinander, wenn die irgendeinen Scheiß fabrizieren. Hello, hello. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute wieder mit eine Runde. Ich muss gerade lachen. Okay, nochmal. Ich nehme euch wieder mit eine Runde. Sorry. Okay, ich konzentriere mich. Also. Mein Mann, der ist gerade von der Arbeit gekommen und wir bekommen heute Besuch. Ich freue mich total und wir nehmen euch wieder mit in eine Runde. Ich habe schon fleißig geputzt und aufgeräumt und auch schon angefangen zu kochen. Ich kann euch ja mal mitnehmen in die Küche. Moment. Eichhörnchen sind da. Ist da. Okay, jetzt hat mein Mann die Kaffeemaschine angemacht. Also immer, wenn ich die Kamera anmache, ist irgendwas. Egal. Hier, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Beim Metzger hat er Max Schweineländchen geholt. Speck hat er noch geholt. Es gibt wieder Schweineländchen im Speckmantel. Und hier die vegetarische Version. Ich koche wieder was aus der Hello Fresh Box. Und zwar habe ich schon verschiedene Gerichte gekocht. Ich muss jetzt mal gucken, welches ich mache. Das habe ich schon gemacht. Das habe ich noch nicht gemacht, also es steht zur Auswahl entweder das, das oder das heute. Und das hier habe ich auch schon gekocht. Und jetzt muss ich runter zur Tür. Unser Besuch hat nämlich geklingelt. Yay, ich freue mich. Schöne Blumen habe ich bekommen von meiner Nichte. Schaut mal, wie schön die sind. Und einen leckeren Kuchen hat sie gebacken. Yay, ich freue mich. Und der Max, der ist jetzt auch wach. Ja, Max, bist du jetzt auch wach, ja? Also wir haben uns für dieses Gericht entschieden. Kinder spielen gerade Karten. So, also wir packen jetzt alles mal raus. Spätzle habe ich da jetzt auch schon rein für die Schweineländer und das kommt wieder in den Kühlschrank. Okay, also machen wir erstmal Kokosreis. Kokosmilch mit Wasser. Achso, das muss ich erstmal aufkochen, ne? Voll die Unterstützung hier. Mega. Kenn ich gar nicht. Unterstützung beim Kochen. Yay, ich freue mich. Und der Reis ist jetzt hier drin. Da. Und die Männer spielen total laut. Versteht ihr das eigene Wort nicht? Man versteht das eigene Wort nicht. Was? Da ist der Max. Max, kannst du mal ein bisschen helfen? Tischdecken und so? Wie nee. Kommt nur hierher, um zu naschen. Gibt dir gleich. So, wir sind fertig mit Kochen. Hier ist die Schweineländer. Die hatte ich hier in meinem Mulex. Die Anni, die richtet gerade das andere Essen an. So sieht das jetzt aus. Und die Männer hören komische Musik, wie ihr hören könnt. Zeig euch mal unseren Tisch. So sieht unser Tisch aus. Also mit dem Max. Ich hole jetzt noch das andere Essen. Salat habe ich noch gemacht. Da sind die Spätzle. Ein paar Getränke fehlen noch. Und oh mein Gott, diese Musik macht mich gerade fertig. Und da ist auch die Bella. Bella, was machen die da im Wohnzimmer? Was machen die, ha? Was machen die im Wohnzimmer? Nochmal Hände waschen. Anni, willst du deinen Onkel und deinen Vater mästen? Das bist du viel, oder? Geht schon. So, jetzt müssen nur noch die Männer kommen, ne Anni? Haben wir gut gemacht. Lecker sieht gekocht. Sieht sehr lecker aus. Sieht sehr lecker aus. Das lassen wir sonst mal schmecken, würde ich sagen, ne? Der Kuchen. Und schaut mal, wie schön meine Blümchen sind. Max, bist du dann langsam fit? Nee. Ach, immer wenn es Essen gibt, kommst du aber her, ne? Komisch. Lecker. Da geht's mir dann wieder besser. Ich glaube, da ist ein Glas Nutella drin. Da bin ich wieder. Wir haben jetzt ganz, ganz lecker gegessen. Es gab ja auch noch Kuchen, habt ihr gesehen. Und jetzt gehen wir eine Runde spazieren, weil wir so voll gefuttert sind. Fresskoma des Grauens mal wieder. Wer kennt's? Ja, das Wetter passt aber ganz gut. Deshalb gehen wir jetzt spazieren. Die Bella ist da vorne. Und ich bin außer Atem, weil ich nochmal hochrennen musste. Ich habe nämlich mal wieder was vergessen. Hier ist übrigens auch der Blumenkübel, der jetzt endlich bepflanzt ist, so wie die anderen beiden da unten. Mein Gott, bin ich außer Atem. Heidi, du hast einfach keine Kondition. Okay, auf geht's. So, hier ist noch der andere Blumenkübel. So sieht der aus. Ich bin ganz, ganz glücklich. Und da unten ist der andere. Hier ist er. Richtig schön, ich bin ganz glücklich. Und der Gärtner hat mir den sogar hierher gefahren und hochgetragen. Cool, oder? Finde ich richtig gut. Ja, habe ich mich gefreut. So, wir sitzen hier alle auf dem Boden. Also was heißt alle? Meine Nichte und die zwei Hunde sind da. Jetzt gehen sie gerade wieder weg. Na toll. Jetzt kommen sie gleich wieder um die Ecke. Warte. Wir haben auch gerade was ganz Doofes festgestellt an der Bella. Ihrem Auge ist ganz rot. Da muss ich morgen mal beim Tierarzt anrufen. Da kommen sie wieder rein.
Der ist so frech, der Milan. Bella, zeig mal dein Auge. Das ist ganz rot. Oh, okay, ich muss morgen zum Tierarzt mit dir. Mein armer Schatz. Hm? Kurze Pause, Bella. Morgen geht's zum Tierarzt, ne, Bella? Hm. Der ist kaputt, Lassie. Der Milan kann nicht mehr mit dir spielen jetzt. Ja, Bella, du darfst auch ins Video. Hm? Sich jetzt direkt dazu gelegt, die Bella. So süß. So süß. Hello, hello, guten Morgen oder fast schon guten Mittag. Der Lassie hatte heute früher Schulaus. Wir haben es jetzt 11.15 Uhr und wir gehen jetzt zum Tierarzt. Ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich gemerkt habe, dass die Bella ein rotes Auge hat. Jetzt sind beide Augen rot. Ich wäre eh zum Tierarzt gefahren. Ja, das ist jetzt total schlimm geworden. Gestern habe ich mich übrigens nicht von euch verabschiedet. Sorry dafür. Aber wir hatten noch so viel Spaß mit unserem Besuch und waren noch gemütlich zusammengesessen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann die Kamera auch mal ausbleiben. Ich wollte mich ja eh heute noch mal melden. So, und jetzt fällt mir gleich mein Arm ab. Wir sind heute mit unserem Panzerauto unterwegs, übrigens nicht wundern, denn der Max hat das andere Auto von mir, weil er jetzt zum Bahnhof muss, um zur Uni zu fahren. So, wir fahren jetzt zum Tierarzt, wie gesagt, und hier steht wieder bitte tanken. Ich hasse es. Warum? Warum? Wir sind angekommen beim Tierarzt und die Bella hat sowas von keinen Bock auszusteigen. Aber ich habe ja meinen Lassie dabei, der hilft mir jetzt. Die Bella hat nämlich immer voll Angst vor dem Tierarzt. Das letzte Mal, als wir da waren, das ist noch gar nicht so lange her, da hat sie ja eine Scherbe aus dem Fußballen rausbekommen. Die hat sich sowas von null beschwert. Also dieser Hund hat weder gebellt, noch hat er sich gewehrt. Gar nichts. Und das war echt voll die große Scherbe. Und die Tierärztin hat auch gesagt, oh, die ist so tapfer. Sie kennt halt hier den Platz schon, natürlich. Und deshalb möchte sie jetzt nicht so gern da reingehen. Aber das kriegen wir jetzt alles hin. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal später. Und dann schauen wir mal, was die Ärztin gesprochen hat. Wegen Bellas Augen. Die Arme. Okay, also bis gleich. Zittert voll die Bella. Schaut mal, wie zittert. Hallo, da sind wir wieder. Da ist die kleine feine Bella, die Arme. Ah, der Postbote war da. Cool. Tada! Yay, ein Paket von Lush. Der Alessandro liebt Lush. Schauen wir mal, was da alles so drinnen ist. Was ist das hier? Müssen wir jetzt mal gucken. Da sind wir wieder. Hier ist die Salbe für die Bella. Knapp 30 Euro habe ich dafür bezahlt. Sie hat noch Augentropfen bekommen und sie hat definitiv leider eine Bindehautentzündung. Ja, was soll man machen? Das passiert. Ich war noch kurz auf der Stadt und habe uns gelbe Säcke geholt für unseren Plastikmüll. Beziehungsweise, da kann man ja auch Dosen rein werfen und alles Mögliche ist auch drauf beschrieben. Und ich wollte mal von euch wissen, ob ihr dazu extra irgendwo hinfahren müsst oder ob euch die Müllsäcke vor die Tür gestellt werden. Das ist nämlich auch total unterschiedlich. Ich habe euch ja schon erzählt, dass wir die Müllpolizei sind bei uns zu Hause. Also bei uns werden ja sogar teilweise die Joghurtbecher, nicht teilweise, sondern die werden mit klarem Wasser kurz ausgespült und wir sind da echt voll pingelig und trennen wirklich ganz ordentlich unseren Müll. Und das wollte ich eigentlich auch noch mal ganz kurz aufgreifen, und zwar wegen der HelloFresh Box. Da haben wir nämlich in meinem letzten Video, in dem ich euch das erste Mal die HelloFresh Box vorgestellt habe, einige drunter geschrieben, dass es ja ziemlich viel Müll gibt. Das sehe ich ein wenig anders, nämlich so, dass es eigentlich nur dieser große Karton ist, der extra kommt. Und ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel manchmal beim Aldi bin oder beim Edeka, nehme ich mir auch große Bananenkartons und da packe ich dann meinen Einkauf rein. Dieser Karton, der wird wiederverwendet. Ich stelle mir den dann in die Speis und da packe ich dann zum Beispiel meinen
Papiermüll rein, weil wir ja Zeitungen lesen oder Werbung bekommen, ne? Diese kleinen Zeitschriften. Und wenn wir die gelesen haben, dann kommt es in die Speis, ich lege das in den Karton und dann irgendwann, wenn das voll ist, bringen wir es runter in die Garage und dann kommt es eben in die blaue Tonne. Und bei dem großen Karton jetzt von HelloFresh zum Beispiel, den habe ich jetzt verwendet, um die Gummistiefel meiner Kinder reinzutun. Oder man kann es verwenden, um Sommerklamotten reinzutun, zum Beispiel. Und außerdem das andere Verpackungsmaterial, das hatte ich euch auch erzählt und ich habe mir das jetzt extra nochmal hier geholt. Das war nämlich auch dabei, da ist alles beschrieben, das fand ich sehr interessant. Und ich finde es so schade, dass man über irgendwas urteilt, von dem man eigentlich gar nicht Bescheid weiß. Ich habe mich nämlich wirklich damit beschäftigt und mir kann keiner vorwerfen, dass ich, was die Umwelt betrifft, da irgendwie nicht sorgsam bin. Und zwar wollte ich euch das ganz kurz mal zeigen. Zum Beispiel dieses Verpackungsmaterial, das hatte ich euch auch in meinem Video gezeigt, das ist PET-Wolle oder recycelbare Kühltaschen, die aus nachwachsenden Rohstoffen entstehen. Also gebt euch das mal. Dann hier zum Beispiel, Lassie, komm her, mein Schatz. Der Lassie wollte nämlich den Karton hier aufmachen, deswegen habe ich ihn schon hingestellt. Diese Zutatentüten, sieht man dich? Ja, man sieht dich. Diese Zutatentüten zum Beispiel, die stelle ich mir bereit, während ich koche. Ich hole mir natürlich die ganzen Produkte raus und dann packe ich da meinen Biomüll rein. Das heißt, die Zwiebelschalen zum Beispiel oder die Karotten, wenn ich die so abschäle, packe ich da rein. Die sind nämlich zu 100% kompostierbar. Also wandert das in die Biotonne und so weiter. Also hier ist alles wirklich beschrieben. Die Dosen... Achtung, Dosenverpackungen sind völlig frei von Weichmachern. Wie cool ist das denn? Also das kann keiner HelloFresh vorwerfen, dass die irgendwie nicht auf die Umwelt achten. Dann hier zum Beispiel sehen wir, von wem wir unser Gemüse herbekommen. Und was ich super interessant fand, das hier. Schaut euch das mal an. Und zwar ist es die normale Kette. Also... Hier ist der Erzeuger, dann der Großhändler, das Lagerhaus und dann der Supermarkt. Und dann kommt es erst zu uns nach Hause. Und schaut es euch mal an bei HelloFresh. Hier ist der Erzeuger, dann wird es zu HelloFresh geliefert und dann kommt es zu uns nach Hause. Wie cool ist das bitte? Also ja, wie gesagt, ich habe mich echt voll damit beschäftigt. Die Kinder haben sich das auch mal durchgeschaut. Hier auch mit der richtigen Ernährung. Ihr wisst, wie sehr ich auf Ernährung achte und auf Lebensmittel. Also das ist schon mal... nicht wahr, dass da HelloFresh nicht darauf achtet. Ich habe jetzt hier die ganzen Rezepte. Mal gucken, was wir heute kochen werden. Die kann ich mir auch super gut aufheben, kann das dann auch mal nachkochen. Das finde ich auch richtig cool. Hier, magst du schon mal aufmachen, mein Schatz? Okay. Genau, kannst du schon mal aufmachen. Hier sind dann auch wieder ganz tolle Tipps. Das möchte ich zum Beispiel auch mal nachmachen. Diese To-Go-Gerichte finde ich auch sehr interessant. Und heute, denke ich, werde ich diese Kürbis-Gnocchi machen mit Paprikasauce. Das hänge ich euch dann an, wie ich das zubereite. Mal schauen, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Und der Lassie, der packt jetzt hier mal aus. Geht's, mein Schatz? Ja, und das wollte ich euch eben nochmal sagen zu der HelloFresh-Box. Ich würde euch nichts vorstellen, was mir nicht gefällt, beziehungsweise hinter dem ich nicht stehe. Ich denke, jeder, der mir schon länger folgt, der weiß das ganz genau, dass ich Firmen auseinandernehme. Ich nehme die auseinander, wenn die irgendeinen Scheiß fabrizieren und würde euch das auch sagen. Also es gibt natürlich auch Blogger, die sagen, nee, das Produkt gefällt mir nicht, das zeige ich gar nicht erst in die Kamera. Ich habe auch so ein paar Beauty-Produkte, die ich dann lieber gar nicht zeige. Aber wenn mich eine Firma nicht überzeugt oder mir irgendwelche Vorschriften macht oder, dann teile ich das schon auch mit euch. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Damit haben meist die Firmen ein Problem, natürlich. Okay, was haben wir denn hier, mein Schatz? Oi, das ist aber ganz schön groß. Oh. Was bitte ist da drin? Ach Gott, schaut mal. Guck mal, hast du das gesehen? Wie cool ist das bitte? Das müssen wir auspacken. Ich weiß es nicht. Wie cool. Alessandro ist ja der totale Lush-Fan. Hier, Halloween-Neuheiten sind ab 6. Oktober in jedem Lush-Shop online erhältlich. Cool, das machen wir jetzt mal auch zusammen. Der Lassie packt es aus. Und ich wollte euch noch sagen, dass ich ja einen Rabattcode habe für die HelloFresh-Box. Also schaut dazu unten mal in die Infobox. Ich kann es mir nicht merken. Ich schreibe es euch mal hier hin, beziehungsweise unten in die Infobox. Ich bin nochmal umgezogen, weil ich gleich noch einen Termin habe. Ich muss auch gleich noch beim Kieferorthopäden anrufen, erinnere mich.
Ich versuch's. Ja, weil der Moritz einen Termin braucht für die Zahnspange. Und jetzt gucken wir mal, was darin enthalten ist. Mach's mal auf, mein Schatz. Auf jeden Fall fühlt sich's richtig cool an. Bin sehr gespannt. Und ich freue mich riesig über dieses Paket. Was bitte ist das? Hä? Was ist das? Hä? Was könnte das sein? Ah, oh, das riecht so gut, ne? Wahnsinn. Du darfst aufmachen. Was ist es? Wow! Cool! Lassie freut sich. Eine Katze? Ah, das kenne ich schon. Das hatten wir schon mal. Ist das so ein Duft? Duschschaum. Duschschaum. Shower Cream. Das ist eine Badekugel für dich. Und dann haben wir noch eine schwarze Badekugel. Da ist bestimmt was richtig Cooles. Eine schwarze, glaube ich, habe ich auch schon gekauft, ne? Ja. Als wir in der Stadt waren. Genial. Und hier ist noch eine Erklärung dabei. Richtig cool. Der Alessandro liebt Baden. Wer mir auf Snapchat folgt, beziehungsweise auf Instagram, der sieht immer so ein bisschen den Rand von der Badewanne. Mehr natürlich nicht. Und wie wir eben die Badekugeln reinfallen lassen. Ja, meine Lieben, das war es jetzt soweit von uns. Wir lesen uns das jetzt hier alles nochmal ordentlich durch, der Lassie und ich. Der Lassie muss auch noch Hausaufgaben machen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es heute so weitergeht. Ich beende mal an dieser Stelle dieses Video, weil ich glaube, dass es wieder sehr lang geworden ist, weil ich so eine kleine Labertasche bin. Aber jetzt im Anschluss zeige ich euch natürlich noch ganz kurz, wie wir kochen, beziehungsweise was es denn dann geworden ist. Und ja, und ansonsten wünschen wir euch natürlich noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Ciao.